Marco bräuchte noch was zu essen. Oh, renn mal. Oh, der hat nichts mehr, oder? Was das kostet, dein Essen? Gohan. Gohan kostet nicht so viel. Das könnten wir Marco geben. So ein Fisch. Fisch geht auch. Getrockneter Fisch, komm. So ein Fisch kriegt Marco so. Wie der hinten hockt, Alter. Schön. Wir so am gucken. Was zum Kerl macht Marco da? Marco so. Schön. Geil. Ah, nee. Herrlich. Ich würde auch gerne mal Klauen versuchen. Also vielleicht wären wir auch so eine kleine Diebesgruppe. Hey, ob Bock drauf. Müssen wir gucken. Wie so ein Gollum im Wiesel. Wie jetzt immer der Nox, Alter. Alter, guck dir diese Truppe. Ich finde die Truppe voll geil, ne? Ohne Scheiß. Ich finde die Truppe super. Die Anis sieht ein bisschen aus wie so ein Dämon, aber es hat was. Es hat irgendwie was. Ich weiß nicht warum. Ich feier's. Mega cool. Ich mag das Spiel jetzt schon. Allein, einfach weil es ist so cool. Das sieht optisch schon so geil aus. Die Musik ist ein bisschen creepy immer noch. Die Musik ist immer noch creepy. Ich verstehe nicht warum. Ich überlege gerade schon, ob ich eine andere Musik anmache. Soll ich die... Junge, soll ich die... Was könnten dazu passen an Musik? Diese Space Cowboy-like Musik? Die könnte passen. Ansonsten wüsste ich gerade nicht, was... Ist halt so Endzeit, ist halt schwierig, ne? Wartet mal. Ich mach mal kurz das Lied an. Wir gucken mal, ob das dazu passt. Weil das mit der Musik triggert mich in-game. Die guten Lieder sind irgendwie voll leise. Und dann kommt so eins mittendrin, was da... What the fuck, das muss nicht sein. Ich weiß nicht, ob die Musik halt passt. Wir müssen es mal probieren. Das hier, habe ich gedacht. Könnte kurz laut sein. Vorsicht, bin mir nicht sicher. Und ich hab angehalten, sehr gut. Hört man das? Marco? Ja, kann man machen, glaube ich, oder? So, dann gehen wir jetzt zu dritt da unten. Ah, nee, geht ja nicht, scheiße. Geht ja nicht. So, wir laufen als Gruppe. Marco, du rennst nicht vor. Du bleibst schön bei uns. Was war das für ein... Was war das für ein Geräusch? Kann man die Musik und die Ingame-Sounds gut hören? Oder soll ich die Ingame-Sounds ein bisschen lauter machen? Ich würde mal Aufgabe im Fernkampf rausnehmen. Wobei, ich würde Fernkampf mal drinnen lassen. Wenn, dann sollen sie alle blocken. Marco hält Wache und wir arbeiten. Wir können ja nur zu zweit, ne? Ja, scheiße. Man könnte vielleicht auch die Kenshi-Musik als Playlist laufen lassen. Und nur dieses... auslassen. Dann gucke ich mal, dann suche ich mal die Tage. So die Musik zusammen. Ich gucke mal bei Fallout 4 vielleicht. Ich gucke mal in so Endzeit-Games. Wenn euch ein Game einfällt, wo die Musik gut passen würde einfach. Was? Oh, Alter. Oh, ich hab's zu spät gecheckt. Marco? Dir wird's gerade nicht angezeigt, aber ich weiß, dass du es warst. Ich wollte sagen, wenn euch was einfällt wegen Musik, die passen könnte, gerne raus damit, aus irgendeinem Spiel oder so. Kann ich damit reinnehmen? Können wir machen.
können wir machen. Wieso wird's nicht angezeigt? War da gerade ein Creeper-Sound oder nicht? Entschuldig. Ich sehe es nicht. Wieso wird's mir nicht angezeigt, dass du gerade was gemacht hast? Scheiße. Wieso wird das nicht mehr angezeigt, dass Marco Pötzchen macht? Das ist kacke. Wie er da hockt. Was war das? Das war nicht. Das war kein Sound-Alert. Was war das? What the fuck war das? Warte mal. Wir machen das so hier. Marco beobachtet uns beim Arbeiten. Zwei arbeiten, einer guckt zu. Beste. Das war einer. Das jetzt gerade, das also nicht der Creeper-Sound, das danach. Das, was danach war, das war kein Sound von irgendeinem Alert. Ich hätte auch gerne eine normale Hose, ich habe einen Rock die ganze Zeit. Gut, ist in der Wüste vielleicht gar nicht so schlecht. Der Creeper wird mir auch nicht angezeigt, ist das. Ich höre Geräusche. Das ist schon ein bisschen. Ich hoffe, es kommt einfach niemand. Ich gehe mal lieber ein Stück weg. So, ich würde sagen, Marco trägt das. Was ist das? Geflohener Digi-Echo-Nation. Okay, der greift mich aber auch nicht an, ne? Gut, wir sind zu dritt, der ist alleine, ne? Das muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, dass der sich traut, uns anzugreifen. Da wäre aber ziemlich dumm. Aber das ist so ein Geächteter, der greift da, glaube ich, sowieso nicht an, ne? Der ist nett. Ich lasse das links unten mal offen. Dass ich sehe, wie viel Erz kann da drinne sein, bevor ich es rausnehmen muss. Wie schnell das geht. Wir könnten Marco natürlich jetzt auch noch sagen, Marco, mach mal hier derweil die Eisenerzader. Könnten wir eigentlich machen. Und wir schicken Marco zur anderen Kupferader, aber ich will den nicht so weit wegschicken gerade. Ich habe Angst. Ich habe noch Angst. Ich will den nicht so weit wegschicken. 5 stapeln sich da drin, bevor du es rausnehmen musst. Ah, okay. 5, alles klar. Das Ding ist, hier wurde ich ja angegriffen, einfach so aus nichts heraus. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, Marco. Ich habe Angst, die Gruppe aufzuteilen gerade. Ich weiß nicht, ob wir die Gruppe aufteilen sollten gerade. Es gäbe halt mehr Stuff, ne? Es kamen jetzt aber schon lange keine Banditen und so mehr. Gut. Ja gut, wir haben gerade das Marco rekrutiert. Da, wenn Marco dort vorne vermöbelt wird, können die anderen beiden ihn dann verarzten. Geflohener, die echt, das ist der Typ schon wieder, ne? Ich habe halt Angst. Unterernährt. Du hast Hunger. Hä? Ach so, der hat Hunger. Uns geht's gut. Ja gut, dann schicken wir Marco mal hier hin, mal gucken, was passiert. Greift der an, wenn er alleine ist? Nee. Könnten an diese große Ader mehr ran? Also, hier in der kleinen können 2. Wir können 2. Können hier 3? Das würde zwar weniger Geld geben, aber die Gruppe wäre zusammen. Was ich gut fände. Wir müssen halt Geld machen, ne? Wir brauchen einfach Geld. Wieso öffnet Leanis Rucksack immer? Was soll mein öffnen hier? Ich mach mal so, dass ich beide Gruppen sehe. Da steht unten links, wie viele Leute. Oh, sieht man das? Oh, ja, können 3 arbeiten. Effizienz 40%. Effizienz 80%. Also können wir noch 2 Leute anheuern, theoretisch? Die wir dann hier. Wir brauchen noch einen Blub. Wir brauchen noch einen Blub. Ist das schlimm, wenn ich eure richtigen Namen benutze? Gerade bei Marco fällt mir gerade ein. Das war halt dumm. Es tut mir leid, Marco. Wenn das nicht okay ist, dann müssen wir nochmal irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal ändern können oder so. Oder dass wir da nochmal einen neuen Char für dich machen oder so. Es ist echt verwirrend, wenn man so die Internet-Pseudonyme kennt und die richtigen Namen kennt. Das ist voll verwirrend.
Ha! Ich hab's noch gerade so im Augenblick gesehen. Wie der nicht überlastet ist, ne? Lauf, Marco! What the fuck? Wie schnell war das gerade? Wie schnell sind die Leute? Alles klar, warte. Wie schnell sind die? Alter, renn da rein. Wir holen Marco gleich wieder. Das sind zwei Dudes. Schaffen die die? Oder kommen welche reingerannt? Du bist K.O. Ja. Hier, Leute, da draußen wird gekloppt. Wollt ihr mit hingehen? Ja, nein, vielleicht. Ich bin ja auf Blocken gestellt, ne? Die Annie blockt. Ich schieße. Oh, ich schieße Fernkampf. Oh, ich mach Fernkampf. Wie geil. Die Annie lässt sich jetzt nicht treffen, ja? Wie gut. Wie ich ja mit Fernkampf hier... Oh, scheiße, die Annie wurde getroffen. Wir müssen uns gleich um Marco kümmern. Ganz dringend. Ohne Hose. Warte mal, was ist besser? Die kostet die 6 Kilo schwer. Stumpfer Widerstand, Schnittwiderstand. Na, die ist besser. Wir müssen gleich ganz schnell zu Marco rennen. Nein, ich will... Was, beim Stehen erwischt worden? Was hab ich denn geklaut? Ich hab nichts geklaut. Was? Ich habe nichts geklaut. Genau, die soll sich mal heilen. Wie sieht denn jetzt hier draußen aus? Er ist alleine. Scheiße, die haben die weggemacht. Ja, da haben 10 Leute auf einen eingeprügelt. Die 6.000, die du hier investiert hast. Ich will dich wiederholen, ne? Ich habe Angst, dass du drauf gehst. Nein, die haben die echt weggemacht. Scheiße. Ich will die reinlocken, damit ich Marco holen kann. Na, Leani, hier geht's gerade nicht so geil. Ich will die rein triggern. Das darf ich nicht machen, weil das ist klauen. Okay, alles klar. Oh, stopp. Sie kommen. Hat geklappt. Oh ne, die zwei Dudes sind wieder aufgestanden. Lol. Da kommt noch einer. Ich würde sagen, komm, wir helfen. Nicht nur blocken, aktiv. Bam. Oh, Leani geht da voll rein. Wo stehe ich denn? Ja, wo schieße ich denn? Komm mal hier vor jetzt, komm. Oh ne, warte mal. Leani kämpft. Aua, was? Ich habe Leani abgeschossen. Sorry. Okay, ich habe ihn getötet. Alter. Komm, tötet die. Tötet die. Oh, Leani. Sehr schön. Wer von uns ist stärker? Irgendjemand muss Marco holen.
Stärke. Scheiße, ich bin stärker. Okay. Leani, du plünderst? Ich hol Marco. Wo ist Marco? Wo ist Marco? Wo ist Marco? Da. Nein. Ich mach mal erste Hilfe bei Marco. Hab ich noch? Ich hab erst. Doch, ich hab noch erste Hilfe-Stuff. Okay, und Leani. Wie aus dem Nichts kamen die wieder, ne? Von unten. Ey, wie aus dem Nichts einfach. Nein, 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 hier, bleib, hier, bleib, hier, bleib. Bin dann für heute erstmal raus. Morgen wieder arbeiten und so. Nicht noch aber ein Stück weiter lürgen. Marco, lass dich knuddeln. Schlaf schön, träum mal schön und pass morgen auf dich auf, ja? Auch heilen, wenn die nicht sterben sollen. Wenn die sterben, kriege ich dir ein Loot? Hab ich was abbekommen? Ah, ich hab Fernkampf, ne? Ich bin halt... Ja, gut, Leani muss sich unbedingt auch verarzten. Verarzt dich mal bitte, Leani. Ich verarzte gerade Marco. Okay, Marco muss sich jetzt ausruhen. Marco muss ins Bett, dringend. Der muss schlafen. Er kann nicht aufstehen gerade, ne? Sehe ich das? Namenlos? Bewusstlos, er ist bewusstlos, okay. Marco, ich trag dich jetzt. Alter. Ich krieg Marco, ich kann Marco tragen, what the shit. Okay, dass ich Marco tragen kann, ist echt heftig. Das hätte ich, hätte nicht gedacht, dass ich so stark bin. Nebenbei hol noch das Kupfer noch ab. Warte, ich gehe als, ja. Ich lasse Leani kurz erstmal sich verarzten. Und Leani aber auch, ne? Leani hat's auch richtig erwischt. Shit. Leani, du hast keinen Platz mehr. Dass ich Marco halt fortkriege. Seine Beine berühren trotz dass ich ihn hochhebe über der Schulter eigentlich den Boden. What the fuck? Geht mal bitte dahin. Okay, Marco muss jetzt ins Bett. Wir bringen den in die Bar und legen den ins Bett. Es geht nicht anders. Der muss pennen. Ach shit, ey. Bitte wegen dem Namen. Okay, gut. Im Chirurgen kann man den Namen auch ändern lassen, okay. Habe ich noch Platz? Marco hat Platz. Ich würde schon sagen, wir looten die noch so ein bisschen, also ganz ehrlich, ne? Ich bin zwar überladen, 89%, so komplett eigentlich, aber... Wir können ja Marco was geben. Der ist ja gerade nur... Dem geht's nicht so gut. Hat der Marco eigentlich überhaupt was zum Anziehen? Oh, der hat gar keine... Guck mal, der hat oben gar nichts gehabt. Kriegt er erstmal ein bisschen Stoff. Ich denke, dass das passt, oder? Wie die einfach mal Marco attackiert haben, aber wie? Aber wie? Aus dem Hinterhalt. Das ist ihre Strafe. Oh, die Blut... Hier sind die Blutbahn nach unten. Oh Gott. Ja, Anni, ich liebe das Spiel jetzt schon. Es ist geil. Es ist einfach geil. Warte mal, ich mach mal hier. Ich spiele das halt so im... Die lebt ja noch. Wie ich kämpfe, was? Oh, sie kriecht weg und Leani voll mit der Keule drauf. Batsch, batsch. Leani, keine Gnade, einmal mit der Keule auf den Kopf, ey. Jetzt ist sie tot. Okay, wir müssen Marco, ich glaube, wir können Marco oben ins Bett legen, ne? Ich gehe mal eins höher. Also wenn davon wirklich...
Der eine spielt Baseball. Ja, mit dem Kopf. Okay. Ich lege Marco jetzt hier hin. Der muss sich ausruhen. Okay. Der ist noch bewusstlos. Ich würde sagen, er hat die Waffe gezogen. Er hat die Waffe gezogen. Warum hat er die Waffe gezogen? Ist hier wieder irgendwas los? So eine Shinobis, die hier durchlatschen. Schon wieder irgendwas los, dass der Waffe zieht? Okay. Aber Marco ist versorgt. Der muss jetzt erstmal regenerieren. Nee, Anni, du eigentlich auch, ne? Du bist halt überall ein bisschen angekratzt. Das ist echt, Anni, leg dich auch mal hin. Ihr beide pennt einfach mal und ich pass auf. So. Einfach so. Ich gehe verkaufen. Ich verkaufe da weiter. Ich mach da weiter halt auch was. Sind jetzt noch Erz irgendwie? Nee, nur die Waffen. Den Waffenstuff. Dann geh jetzt erstmal runter und verkauf das. Er hat auch was abgekriegt, ne? Brust. Könnte ich. Meine. Sie Grund. Nein. Nein, nicht grundlos angreifen, Alter. Bist du wahnsinnig. Ich mag solche Spiele, wo man halt seine eigenen Geschichten schreiben kann. Das ist so. Roleplay-like ist das halt so mega schön eigentlich. Ah, dass man seine eigenen Erlebnisse macht. Ich werde auch versuchen, nicht so oft zu laden und zu speichern. Also zu laden, zu speichern, ja klar, aber. So. Wie viele Bolzen sind denn das? Was sind einige? Zahnstocher, geil. Eigentlich, Leani, könntest du noch sowas hier kriegen, ne? Wir könnten eigentlich mal wegen dem eigenen Haus jetzt gucken, im Kleinen. Eine kleine Hütte wenigstens. Gibt's hier einen Rucksack? Kann man irgendwie einen Rucksack kaufen? Ich glaube, ich würde Leani so eine 500, komm, 500. Kaufe ich für Leani. Dann haben wir noch ein paar Pfeile dazu. Ich kaufe mal Pfeile dazu. Das kriegt Leani. So. Gehe ich wieder hoch. Ich muss ja eh noch Zeug holen aus ihren Inventaren. So. Ach so, na. Herr Eisenkönig, klauen? Wieso klauen? Ich habe die ehrlich erbeutet. Finde ich nicht okay. Jetzt gebe ich Marco. Genau. Das sieht doch schon mal gut aus. Da hast du auch eine Fernkampfwaffe. Ich gönne mir das jetzt hier alles. Und verkaufe das dann. Wirklich kein Platz mehr. Die Stab, der hat drei Stück, hat er hier noch. Wobei, eine würde ich vielleicht dann doch hier lassen. Die ist, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Okay, dann gehe ich jetzt runter und verkaufe den Rest. Das macht Laune. Handeln wir. Okay. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Sonst hast du nichts weiter Interessantes, ne? Ja, eine eigene kleine Hütte, wo ich ein bisschen Forschung betreiben könnte, wäre schon geil, ne? Wir haben 4000. Du kannst auch, wenn ein Char mit dem Händler redet, dann zu den Inventaren der anderen Chars wechseln. Auch wenn die ein bisschen weiter weg sind. Hier gibt es einen Handelsradius, okay. Okay. Ich habe kein Orthesen-Zeugs. Aber rechtes Bein, er zieht ganz schön nach. Dem geht's auch gar nicht gut. Verteidigung ist bei mir schon. Guck mal, ja gut, er hat einen krassen Angriff. Er hat schon einen Angriff, krass.
Status defensiv. Schläft. Schläft. Ziellos. Okay, Marco geht's aber auch wieder gut. Stats. Sogar meine Stats. Von 5 Stärke. Arbeiten 35, Athletik. Präzisionsschießen. Nahkampf. Ein bisschen Nahkampf haben wir auch schon. Gelevelt. So, ich hole noch den Rest von oben. Marco hat noch was im Inventar gehabt. Nee, ich will hier hoch. Vor allem für später ganz praktisch, wenn man noch mehr Charaktere in der Gruppe hat, die alle was zu verkaufen haben. Ja, das glaube ich. Ich muss sagen, ich mag das gerade hier, dieses Micromanagement so ein bisschen. Dass du wirklich hin und her läufst, dass du mal verkaufst und so. Das braucht der auch nicht. Ist ehrlich, die Maske zieht er nicht an. Die ziehe ich auch nicht an, Spiel. Nein. Er ist noch nicht, also Brust ist noch nicht ganz wieder heile. Leani ist heile. Die Ani kann dann gleich wieder aufstehen. Vertick mal den Rest. Handeln wir. Einmal den Scheiß kriegst du, das und das kriegst du. Genau. Ich würde jetzt mal 1.500 kostet so eine Hütte. Das hier, das ist so die Größe von der Taverne. Das hier. 6.000, hat auch ein Dach. Hier so am Markt, so in der Mitte. Ja, auch geil, ne? Das hier hinten, das hier vorne. Oh lol, kann ich hier das hier? Das große hier. Das wäre halt cool. Wenn das ein Dach hat, wo man drauf kann, kann man richtig geil weit gucken. 12.000. Da ist ein Bett drin. Ist das ein Turm oder ist das so ein Turm? Nee, der Turm ist anders. Ja, es macht ja auch rollbildlich nicht Sinn, dass man das direkt aus ihren Inventaren holt, wenn die schlafen. Aber für den Fall, dass du mit einer Gruppe bei einer wach sind, was verkauft. Ja, da ist es was anderes, da geht das dann klar. Also ich muss sagen, ich finde die Hütte hier, die finde ich cool, weil wenn da mal das Dach kann auf der vielleicht, ich weiß es nicht. Ich würde gerne wissen, wie das Gebäude aussieht, wenn es ganz ist. Lol, was läuft denn hier rum? Tiere. Jetzt kann ich ja mal testen. Jetzt kann ich ja gleich mal testen, ob die mir helfen oder nicht. Jetzt kann ich mal testen, ob die mir helfen. Wenn die mir helfen, habe ich Nahrung. For free. Hä, lebt die noch? Die lebt noch. Immer noch. Die ist bewusstlos. Der auch. Ich hab gespeichert. Wir gucken mal. Ja, tun sie. Sie helfen mir. Oh, wie geil. Schönes Ding. Hä? Hä? Warte mal jetzt. Wo ist denn hier? Hier. Kann ich das nicht aufsammeln? Doch, kann ich. Hä, wo? Wo ist das Fleisch hin, was da lag? Da. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Nein, wieso lege ich denn das? Wo ist denn? Shit. Wenn ich die Taste drücke, dann fällt das raus. Da. Oh mein Gott, wie geil. Das ist einfach so hier, gut. So, da habe ich das alles. Oh mein Gott, wir haben Fleisch. Wir haben Essen. Jackpot. So, hi. Nee, hä, du bist nicht der Händler. Hä? Oh lol. Händlerleder. Nein! Scheiße, das ist der Händler. Das ist jetzt schlecht. Das ist der Händler. Der lebt aber noch. Lebt er noch?
Oder lebt noch, der ist noch ohnmächtig. Oder wie? Status normal. Aber wieso, der ist nicht bewusstlos. Verletzung schien. Entführen, 100%. Nein. Okay, ich muss kurz warten. Er ist gerade... Ich könnte ihn entführen. Aber wir können Leute entführen. Das ist so geil. Ich will eigentlich keine Sklavenhalterin sein, wenn ich ehrlich bin. Finde ich nicht so gut. Aber das hat funktioniert. Also, die greifen auch die Tiere an. Jetzt haben wir auf jeden Fall Fettfleisch. Das würde ich verkaufen, das Fleisch würde ich behalten. Das wird nicht schlecht, oder? Jetzt wäre halt schon geil, wenn wir irgendwo was hätten, ne? Ein kleines Lager oder so. Ich so die Hütte oder so direkt. Die Hütte finde ich schön. Ich mag das Design von der Hütte hier. Ist nicht so groß. Hat aber eine zweite Etage. Wer humpelt denn da? Lol, Marco. Marco ist wieder da. Marco ist von selber aufgewacht. Na, was geht? Wir haben Fleisch. Ich habe gerade gekämpft. Ich habe kämpfen lassen, sagen wir so. Kelly, Anni, komm du mal wieder runter, bitte, komm. Ja, Anni, komm, verprügel ihn. Marco, let's go. Oh, ich feiere das. Ich finde es so gut. Okay. Uns geht's wieder allen gut. Sehr schön. Oh, der Typ ist wieder aufgewacht, nehme ich an. Oh, warte mal. Ist er aufgewacht? Wartet mal hier draußen. Ja, der Baumann ist wieder da. Sehr schön. Hi. Ich hätte da was für dich. Hast du Interesse an dem Leder? Hast du. Schön. Aber gut Geld. Das Fleisch würde ich behalten. Schon. Doch, ja. Stell dir gerne die Hütte hier hinten. Ich habe wieder 6000, ne? Hier ist aber niemand mehr, oder? Doch, da hinten, da sitzt jemand. Da sitzt noch jemand. Wobei, die scheint hier dazu zu gehören, oder? Bin ich in Stimmung, um zu reden. Hier sitzt noch jemand. Hallo, wer bist du? Ich habe ein Problem mit dem hässlichen Gesicht. Tut mir leid. Hier gibt es anscheinend gerade niemanden mehr, um neue Leute anzuheuern. Schade. Zu den Söldnern. Die sitzt nur am selben Tisch. Ah, okay. Also ist das doch jemand anders. Was? Achso, weil ich raus bin. Okay, wir speichern. Wir speichern da doppelt. Das läuft. Ist ja, wir sind ja, wir stehen ja ganz gut da. Das heißt, wir einfach anreden. Ich überlege gerade, wie. Es war ja eine Dame. Wie könnten wir sie nennen? Ich wüsste gar nicht, wie wir sie nennen könnten. So, ich würde sagen, ihr beide geht jetzt farmen und ich gehe das Fleisch braten einfach mal. Ich hoffe, mein Lager, das Lagerfeuer ist nach unten. Okay, echt da, okay. Aber es war wieder hier, ne? Hier wurden wir angegriffen. Hier. Also die laufen hier irgendwie ziemlich dicht anscheinend vorbei, um dann hier hochzugehen, theoretisch. Aber bei dem einen Kampf hier waren wir ja auch nicht dabei. Nur wenn wir hier sind, triggern wir die anscheinend. Also wenn wir dort sind, sind wir relativ safe. Außer sie kommen von hier. Ah, schön. Ich mag das Spiel. Das ist so toll. Dabbel, 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 dabbel. Ich will mal, wie man sie da nennen könnte, theoretisch. Also Community hätten wir jetzt nicht mehr so viele Namen, leider. Ist das Lagerfeuer noch da? Ja, ist es.
kümmere mich um das Fleisch und ihr beide arbeitet. Ein Charakter aus dem Buch oder Film. Hm. Ciri. Das finde ich cool, dass man sich halt die Gruppen so aufbauen kann. Das finde ich echt toll. So, wir braten jetzt erstmal Fleisch. Kriege ich da Kochskill? Gibt es einen Kochskill? Ja, ne? Ja klar, du konntest ja kochen. Ja, nicht stimmt. Ja, hier. Zählt das zum Kochen? Nee, oder? Das ist ja nur Braten, das zählt nicht zum Kochen, oder? Getränke zu brauen. Ich würde gerne irgendeine Stadt an der Küste selber gründen. Eine eigene Stadt an der Küste. Und da brauchen wir dann Rum. Schöner Rum. Es geht aber nicht hoch, leider. Also die Prozente gehen nicht hoch. Beeinflusst die Muskeln sichtbar negativ. Okay. Warum? Was war das für ein Geräusch? Wenn die unten langlaufen, sieht man, sehen die das wahrscheinlich dann hier oben. Ich pack das mal hier oben hin. So. Ich muss mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Deine Maschine ist voll. Jaha. Meine Maschine. Alter, das ist eine Maschine. Hallo? Das Maschine zu nennen ist ein bisschen. Weiß ich nicht. Oder wir haben Fleisch ohne Ende. Also Hunger schieben müssen wir demnächst nicht. Erstmal nicht. Wir müssen auch kein Geld für Essen ausgeben. Dann halte ich gleich ein bisschen Wache. Aber ich würde dann echt niemanden zu dieser Eisenerzquelle schicken, weil ganz ehrlich, da wird man halt gesehen anscheinend von den Truppen. Oh, nee, nee, nee. Bleib mal hier stehen. Ich wollte das so ein bisschen machen, dass ich da oben gucken kann. Für den Fall, dass sie sich da kloppen, dass wir sehen, ob wir was abstauben können. Aber was abstauben ist immer gut. Also wenn wir irgendwelche tierischen Gruppen sehen, werden wir die Tiere dorthin locken. Kriegt jeder mal ein 10er-Stack jetzt Fleisch. Das ist gut. So, Freunde. Ein Stack für dich. Ein Stack für dich. Essenstechnisch stehen wir jetzt gut da. Das kannst du mir geben. Das mache ich dann später. Wobei, ja doch. Ihr könnt weiterarbeiten. Wie Marco immer so ganz cool da sitzt dann. Das finde ich cool. Gib mir das mal eine Weile. Ich könnte ja theoretisch auch das alles einsammeln. Lasst die hier arbeiten, die hochverkauft das, kommt wieder. Und ihr beide könnt weiterarbeiten. Theoretisch. Wobei, ob das so gut geht, ist auch die Frage, ne? Ressourcenabgabe mach ich mir hier hin. Was? Achso. Das ist Maschine. Ich finde das. Also, ich finde die GUI mit diesem Ross so ein bisschen schon echt cool, muss ich sagen. Das hat was. Wenn ich jetzt zum Kampf kommt, bin ich die, die langsam ist, ne? Ich könnte es natürlich verteilen auf alle. Aber ich will halt stärker werden. Ich geb's Marco halt. Ja, komm, wir geben's Marco. Dann macht Marco das. Dann stehe ich bloß da doof in der Gegend rum und überwache die Arbeit. Das finde ich auch gut. Nee, ich will schon gerne irgendwas machen, aber ich will jetzt auch nicht davor gehen zu der Eisenerzquelle, weil. Da wird man irgendwie mal angegriffen. Oh. So wie dazu. Scheiße.
Lol, ich werde halt nur noch angegriffen. Die gehen auf Leani. Lol. Okay, Marco läuft da ganz gechillt mit dem Zeugs in der Tasche und keiner, alle ignorieren ihn? Nein. Er ignoriert nicht. Ja, auf mich gehen sie. Au. Oh, schnappt sie. Oh, da kommt jemand. Oh mein Gott. Warte mal. Wo ist jetzt? Wo ist Leani? Hier ist Leani. Leani wird verfolgt. Leani muss da reinrennen. Naja, mich haben sie es abgesehen. Ich war... Aber geht erstmal. Leani blocken. Okay, die Dudes hier oben sind down. Leani geht gleich mal looten. Warte mal, der hat eine normale Hose. Der hat nochmal so. Oh. Die nehmen wir auch mal mit. Die hatten ein bisschen was. Die waren so ein bisschen. Die waren nicht ganz so scheiße. Noch der eine. Okay. Wo ist Marco? Marco ist hier. Marco hat einen Hit in die Brust gekriegt. Da hinten ist noch jemand umgefallen. Okay. Die Annie, Hilfe. 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Gabe, hi, lass dich knuddeln. Hi, hi. Leani, hilf mir bitte. Ich lieg am Boden. Bitte. Gut, Marco ist halt überladen. Marco ist komplett überladen. Bin im Couch-Suppen-Mümmel-Modus. Was ist ein Couch-Suppen-Mümmel-Modus? Okay, nee, alles gut. Das sind nicht die. Oh. Mich hat's erwischt, Alter. Die haben voll auf mich abgesehen gehabt. Kacke. Diese elenden... Okay, Marco. Ich habe Marco getragen, jetzt trägt mich Marco. So. Ja, hock dich halt einfach hin, als wäre ich Fliegengewicht. Danke, Marco. Danke. Das ist echt toll. Alter. Ich hock auf... Couch und esse Suppe und danach ein Marzipanbrötchen. Oh, Marzipanbrötchen ist lecker. Was ist denn hier schon wieder schief? Ha, hier kommt schon wieder mehr. Scheiße, hab keinen Platz mehr. Leani, nevermind. Geh auch mal mit rein erstmal, bitte. Marco, du gehst hier aufs Dach. Bitte und legst mich dahin. Hier ist was los. Ich habe gleich mit diversen Suppen und Kartoffeln. Oh, das klingt lecker. Ich habe nichts gegessen. Ich muss immer was essen. Das wäre nicht verkehrt. Shinobi-Diebe-Boss. Oh, du bist eine andere Spezies, ne? Okay, Leani geht erstmal Fleischenflatterei betreiben. Da ist nichts. Da. Okay, Anni geht's gut. Marco, bisschen Brustverletzung. Ja, mich haben sie komplett erwischt, leider. Achso, nee, nicht ich. Nee, Anni. Geht dahin, bitte. Überall liegen sie hier.
Kann ich die Nägel... Kann ich die nicht drehen? Das ist doch, was man nicht drehen kann. Das ist irgendwie weird. Draußen liegen noch mehr. Okay, warte mal, da muss ich das verkaufen gehen. Es geht nicht anders. So. Okay, Marco hat mich da reingelegt. Marco, passt gerade auf. Du kannst dich immer verarzten, Marco. Du hast da so ein... Hast du nichts mehr zum Verarzten? Doch, hast du doch. Bitte, 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 bitte. Okay, und ich heiße... Hä? Was? Was tue ich hier? Nein, warum tue ich das? Sei nicht dumm, geh zurück. Leani geht jetzt auch da hoch und Marco macht das jetzt. Marco ist nämlich nicht wirklich sehr verletzt. Ich bin am Humpeln, geh da hoch jetzt.